Spiel, entweder ist da ein Kratzer drauf oder ein Kratzer auf dem Display oder das ist ein Sprung im Display. Ich weiß nicht, irgendwie sieht das bei meinem Display an einer Stelle so komisch aus, als wenn da so ein Sprung drin wäre oder so, also ein Riss irgendwie. So ganz leicht, aber ich bin mir nicht sicher. Naja, mir ist ja letztes Mal einfach noch einmal runtergeflogen. Zwar aus ein paar Zentimetern Höhe nur, aber immerhin. Aus Display hoch. So, was wollte ich denn jetzt eigentlich? Ach ja, Glas wollte ich mitnehmen. Ah, da haben wir noch eine extra Kiste für, ne? Glaube ich zumindestens. Dass wir das schon gemacht haben. Steine, Cobblestone, Sand, Sandsteine. WTF haben wir keinen, wir hatten doch... Ach, sogar eine Eisenkiste haben wir auch schon. Da kann ich eigentlich das Eisen reintun, aber ich lasse das erstmal im Ofen drin. Ich bin gerade zu faul, das rauszuholen. Wo haben wir denn jetzt? Ach, das kann sein, dass die... Ja, genau, hier war das, glaube ich. Das hat doch mal ein Creeper weggesprengt, die Schilder. Ja, und so. Das müssen wir unbedingt noch alles wieder anbringen, ey. Und hier können wir eigentlich auch mal ein Schild dran bauen, wo Schlafzimmer oder sowas draufsteht. Weißt du, das mache ich jetzt ohne Scheiß, wenn wir schon dabei sind. Tut mir leid, dass ich gerade nicht an der U-Bahn weiterbaue, aber das ist dann gerade echt ein bisschen mit... Ach, wir haben noch zwei Schilder. Wir haben noch zwei Schilder. Wo denn? Da. So. Ja. Schlaf... Oh, ich komme mit dieser Quertastatur nicht klar. Das liegt nicht am iPhone. Das ist bei jedem Handy so. Die ist immer so scheiße. Schlaf... Weil das halt Touch ist und nicht richtig Druck. Schlafzimmer, so. Ah, ja, so. Schlafzimmer. Jetzt haben wir hier schon mal ein Schild dran. Brand... Oh. Alter. Boah, hat mich das gerade aufgeregt. Brands... Reich... Leicht. Doppelpunkt G. Ja, sorry, ich weiß nicht, was ich da gerade schreiben soll, aber ich nenne es einfach mal Reich Light, weil ich meine, ich könnte auch irgendwie mal, wer weiß, was wir hier noch so geiles spawnen, ne? Und das kann ich dann hier auch irgendwie reich nennen. Reich Extreme. So. Was wollte ich hier, ach genau, ich wollte das Haus weiterbauen, ich hätte auch schon mal Eisen in den Ofen packen können wieder, ne, dazu packen. Da hätte ich alles machen können, habe ich schon wieder vergessen. Ich Idiot, ich vergesse mal alles, ne? Aber wir haben ja gerade mittags und jetzt sehe ich schon wieder den Sprung da auf dem Display, was das aber mehr ist. Komisch, geht nicht weg. Glas. Genau, das hat doch auch ein Creeper weggesprengt, hier war doch alles im Arsch gewesen. Das weiß ich noch. So. Und repariert. Achso, nee, ich wollte hier gar nicht rein. Ja, ich bin vorbei jetzt. Da hinten ist auch ein Huhn. Und diese Sprungbrett, wollen wir das jetzt abbauen oder nicht? Schreibt bitte mal einen Kommentar, ich weiß nicht, was ich damit jetzt machen soll eigentlich. Bin da ein bisschen überfragt. So, ich schmeiße noch das Eisen dazu und dann baue ich nochmal ein ganz bisschen bei der U-Bahn aus. Dann mache ich erstmal wieder eine Aufnahmepause. Ich glaube, dann mache ich sowieso erstmal eine Videopause, weil im Moment ist von der Zeit her, ist das alles ganz, ganz schlecht. Und nein, ich sage das jetzt nicht, weil der Folge 100 kommen muss, sondern sowieso war Zeit einfach im Moment und sowieso Stress und alles. Das ist im Moment alles mega scheiße und ich weiß nicht, wenn mal ein Rechner läuft, da bin ich eigentlich nur noch sofort am Schneiden und Rendern und Hochladen. Ich mache gar nichts anderes mehr, weil ich... Wenn ich aufnehme, also ich würde zu gerne wissen, wie die Zombies jetzt alle lecken. Wenn ich aufnehme, dann ja, nehme ich halt viel auf und dann muss ich das ja auch irgendwie alles rendern und alles und so, nicht und so. Das ist nun mal so. So, jetzt haben wir ordentlich Holz. Hier, jetzt haben wir ordentlich Holz. 1, 2, 3, 4. So, da. Und noch ein 64er Stack hinterher, oder? Ach, 2 64er Stacks sogar. Nice. Jetzt hätte ich das Eisen nicht in den Ofen geschmissen. Das wollte ich doch machen, oder nicht? Oh, Leute. Oh, Mensch, wie doof bin ich denn eigentlich? Oh, ich könnte mich schon wieder selbst killen. Ich pack das da jetzt rein. Aber auch in den richtigen Ofen. Haben wir eigentlich auch einen Ofen bei der U-Bahn? Hätte ich das da auch reintun können? Ich meine, dann hätten wir Eisen in der U-Bahn gehabt. Hätten wir nicht so weit laufen müssen. Ah, ist ja auch scheißiger, siehste. Und ich meine, ich bin immer ein bisschen... Boah, im Moment so durcheinander, so verpeilt und das ist einfach alles scheiße und jetzt weiß ich nicht. Ich glaube, da macht echt eine Videopause wirklich mal mehr Sinn. Ich muss jetzt erstmal sehen, dass ich alles hier durchrendere und hochlade. Und dann mache ich wirklich erstmal eine Videopause, weil das geht mir so auf den Keks im Moment. Ich komme zu nichts mehr an der Schule und der ganze Scheiß dazwischen. Hier können wir noch ein Schild machen zum... Wie nennen wir das hier unten? Ah, das glaube ich schon wieder falsch. Boah, siehst du, ich bin so verpeilt. Das ist ja peinlich. So. Ofen
Und da schmeiße ich jetzt gleich 8 Eisenerz rein. Zack. Und dann haben wir bald 28 Eisenbarren. Mensch, das ist doch geil. Das ist ja hyper nice, ey. Das ist ja hyper nice. Das ist ja hyper nice. Das ist hyper nice. So, also groß. Raus. 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 So. So, und falls die 090 übrigens schon raus sein sollte, während ihr dieses Video seht, wundert euch bitte nicht. Ich nehme ja ein bisschen im Voraus auf und wie gesagt, ich komme im Moment mit dem Rendern nicht hinterher. Erstmal schneiden. Ich versuche jetzt ja alles mit Hintergrundmusik zu schneiden. Und dann rendern. Doppelt und so. Und naja. Bisschen ungeil von der Zeit her. So, ich mache hier nochmal ein bisschen weiter. Und bevor ich dann die Aufnahme auch beende, würde ich mal sagen. Und dann gucken wir erstmal, wie das denn so aussieht eigentlich, wenn wir jetzt hier Holz und Bohren so an die Wand. Ich meine, wie gesagt, das können wir alles noch ändern. Ihr könnt mir auch noch ein paar Vorschläge bitte in die Kommentare schreiben, wie wir das noch bauen könnten. Und ja. Nicht und so. Weißt du, mach ich hier gleich mal so. Ich hab keinen Bock, dass er was spawnt. So, erstmal bis hierhin, dann mach ich das hier erstmal genauso. So, tralala, tralala, tralala. Ey Leute, ich kann ja mal ein kleines Thema ansprechen. Irgendwie, mit dem ich darüber gesprochen habe, irgendwie, ich glaube, die haben mich eher ausgelacht. Mir ist das jetzt aber scheißegal. Ich sag das jetzt hier einfach mal auf YouTube. Ich verstehe gar nicht, wieso man da eigentlich lachen soll, also auslachen. Und zwar hat mich gestern erstmal was anderes, da könnt ihr mich ruhig auslachen, da bin ich ja wirklich dumm gewesen. Gestern habe ich meinen PC unter Wasser gesetzt. Wenn ihr das Video seht, ist es schon ein paar Tage länger her. Hab getrunken, hab gedacht, das Glas wäre leer. Das war aber noch fast voll. Schütte das volle Kann in die rein und das ganze Wasser fliegt im ganzen Zimmer rum. Und mit einem hatte ich kein Bild mehr. Also, den PC hat es auch getroffen. Naja, und dann zur Ablenkung. Weil ich irgendwie keinen Bock hatte, den PC aufzuschrauben. Das habe ich dann später gemacht und ist wieder alles in Ordnung. War überhaupt nichts mehr nass. Geht auch wieder alles. Aber in der Zeit, wo ich den ausgemacht habe und da irgendwie voll Panik hatte, dass der im Arsch ist, hat einfach mal jetzt das, wo ich nicht verstehe, wieso da Leute eigentlich irgendwie drüber lachen. Da hat einfach mal jemand angerufen, also das waren, oh, scheiß verbaut. Das war so eine Umfrage, über Radiosender ging das da. Und ja, ich dachte mir nur so, ja, ihr kennt's ja von den Eltern, die lehnen Umfragen mal ab, die entweder legen die sofort auf. Also normalerweise gehen die gar nicht erst ran und wenn sie rangehen, dann heißt es ja Umfrage, dann legen sie sofort auf oder sagen kein Interesse, keine Zeit. Aber ich habe mir so gedacht, ich war allein zu Hause, mir war langweilig und ich hatte mega Angst um meinen PC, dass da irgendwas im Arsch ist. Ich habe ja schon vermutet, dass die Grafikkarte im Arsch ist. Die hat ja 300 Euro gekostet. Damals zumindest. Naja, auf jeden Fall, da habe ich einfach mal gedacht, ja, nehme ich einfach mal dran teil, ne? Dann hieß es auch, wie alt bist du denn? Und dann habe ich gesagt, ja, 17. Ja, nee, es ist in Ordnung, gerade solche Jüngeren suchen wir. Und, ja, ich fand das Gespräch ganz interessant. Also ich habe jetzt gedacht, das dauert ja nur ein paar Minuten, kannst du ja mal annehmen. Dann sind aber dabei 18 Minuten rausgekommen. Aber es war wirklich ganz interessant und ich wollte mich sogar zurückrufen, habe denen meine Handynummer gegeben. Ich fand das echt nice. Das ging da so über Radiosender halt. Also ich habe ein bisschen Scheiße erzählt. Da, das hieß da, ja, was hören Sie denn gerne so für Radiosender? Und hören Sie Radio, wie oft hören Sie Radio in der Woche? Und dann wollen wir sogar Lieder vorgespielt, da sollte ich die benoten, wie ich die finde, und kommen wir die Kram, und dies, das, Ananas, ja, Kev, ich hab deinen Spruch geklaut, Kev in the Gator. Und, hoch, und ja, das war ganz interessant, also ich war zwar ein bisschen lang, aber ich meine, ich wusste eh nicht, was ich machen soll, ich hatte so einen Schiss um meinen PC. Und das war eine geile Ablenkung, und die rufen mich jetzt im Vierteljahr wieder an, auf meinem Handy, Alter, das war echt geil. Und ich meine, wenn jetzt jemand mal Öbran findet, du bist so dumm, die haben jetzt deine Daten und oh, du bist so dumm und wie kann man an einer Umfrage teilnehmen? Ganz ehrlich, dann habt ihr wirklich nichts verstanden. Weil Eisen! Nicht weil Eisen, sondern weil ich glaube nicht, dass die da irgendwie mich ausspionieren. Das ist, also ich meine, wie kommt man auf so einen scheiß Gedanke? Ich bin Kies jetzt mal hier erstmal so hin. Und ich meine, das war richtig interessantes Gespräch und ich meine, ich bin da wenigstens so nett und rede dann auch mit denen und bin nicht so wie andere, die einfach auflegen. Oder die dann meinen, nö, pf, keine Zeit, kein Interesse oder was weiß ich was. Hallo? So bin ich nämlich nicht und ich fand das echt, und das hat sich wirklich gelohnt. Das war richtig geil und dann, als es dann vorbei war, das Gespräch, habe ich dann noch einfach meinen Rechner aufgeschraubt.
War anscheinend, sah zumindest alles trocken aus, hab den wieder angeschraubt, zugeschraubt und angeschlossen. Hatte voll Panik, den anzuschalten, weil ich dachte, wenn der jetzt noch irgendwas nass ist, dann ist er gleich ganz im Arsch, aber ja, hat funktioniert und er geht jetzt auch noch. Ja, ist mit der Umfrage, das war echt, das war sowas von geil gewesen. Spitzhacke im Arsch, was? WTF? Ja, weißt du was, dann beende ich jetzt hier auch gleich die Aufnahme. Dann beende ich hier gleich die Aufnahme und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Baue ich hier nochmal weiter eben. Zack, zack, zack. Zack, zack. Jetzt schreibt doch mal bitte ein paar Meinungen in die Kommentare auch über solche Umfragen. Was haltet ihr denn davon eigentlich? Ich fand das, ey, das war richtig interessant. Ich konnte mich richtig gut mit dem unterhalten. Und das Geile war, als ich dann nochmal ein Black Saturday, wie hieß das? Oder heißt das? Hat die mir das wieder vorgespielt, fand ich extrem geil. Hat sich zwar scheiße übers Telefon angehört. Ich meine, Telefonleitung, scheiß Quali, aber trotzdem. Ja, da habe ich gesagt, ja, das Lied, das finde ich richtig geil, würde ich eine 1 für geben. Und dann hieß es gleich, endlich mal was Vernünftiges. Ja, okay, war wirklich nice. Gut, dann würde ich mal sagen, vielen Dank, dass ihr dieses Video wieder angeschaut habt. Dies habe ich doch abgebaut, oder? Ja, den packe ich jetzt auch in der Kiste. Vielen Dank, dass ihr es wieder angeschaut habt. Und ja, würde ich mal sagen, Moment, würde ich mal sagen, sag mir, wir haben schon 5 Eier, Mensch. Will mir sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal. Beim nächsten Mal geht's weiter. Ich beende jetzt aber erstmal die Aufnahme. Warte mal, wie viel Akku habe ich noch? Oh, 49% ich hatte eben 100 bei der. 2 Folgen aufgenommen und schon die Hälfte des Akkus weg. Siehste, hab nur die Helligkeit ein bisschen höher gedreht. Okay, ich beende dann mal hier die Aufnahme. Vielen Dank fürs Zuschauen. Sorry, falls die Aufnahme ein bisschen extrem spät kommt und schon längst eine neue Version draußen ist. Tut mir dann wirklich sehr leid und vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Dann würde ich mal sagen, ciao Leute, macht's gut. Und jo, bis bald. Erstmal Videopause auf meinem Channel, denke ich zumindest mal. Und jo, ciao.